Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt, und zwar The Fidelio Incident. Das ist vorneweg gesagt ein Walking Sim, ein First-Person, und die Musik ist laut, ein First-Person-Thriller an der Küste zu Island. Und es ist laut, es ist laut, es ist laut, es ist laut. Und ich weiß nicht warum. Okay, die wirken sich gar nicht aus. Ich hoffe, die wirken sich im Spiel danach aus. Was gibt's zu sagen? Es ist angelehnt an ein Werk von Beethoven, Fidelio. Und ich bin gespannt, ob das so sein soll. Als Inspirationsvorlage gelten die Ester Gun Home und Firewatch. Und ja, das sind eigentlich sehr gute Spiele. Und ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel hier herausstellen wird. Ich starte jetzt das Spiel und wir genießen gemeinsam den Ablauf. Oh, that's just a little turbulent. Why are you so nervous, love? I don't know. I didn't sleep well last night. Oh, it's been a while since you... It's nothing. I'll be fine. Just make sure that cargo's secure. Everything looks fine back here. Things are shifting a little, but... Damn it! All right, that was quite a belt. Let's get our minds on something else. You ever still think about Ireland? It's 30 years since I've been there, Leonore. I don't remember anything. Don't be daft. Tell me a story about when you were a little boy. All right. Did I ever tell you about the time I stole a box of sweets? No, you haven't. I was maybe 7 or 8. I was at the corner store with me Dan. He gave me enough money for one box. But I thought, wouldn't it be grand to get the box for him instead? Oh, that's sweet. Well, I'm not so sure. I think I'd done something at the time and was trying to make up for it. But as much as I wanted to give him the sweets, I still wanted some, you know? So I bought the one and pocketed the other. Oh, no. And just as soon as I paid a man, I turned around and saw me dad. Just staring at me. Oh, no. Did he know what you'd done? Or did you get away with it? Well, that's the thing. He... Shit! Oh my god! What? Stanley! Put your seatbelt on! The left engine's on fire! No. Oh, Christ, this isn't good. Stanley, what's happening? We're going down, love, okay? I need you to hold on, get in the brake position. Whoa. No. Shit. Leonore! Stanley! Whoa! Hat's zerrupt. What? Hallo? 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 Ah. Oh, was ist jetzt los? The plane. Leno. Where? What? Ah, hier ist Grain drauf. Ich mag kein Grain. Ich muss dann sehen, wie ich das abschalten kann. Ich kann es, glaube ich, nicht abschalten, ne? Warte mal kurz. Audio. Das ist okay, ist okay. Das stimmt alles soweit. Aber ich kann... Okay, das können wir hier ein bisschen runterdrehen. Aber, weil ich bin eh nicht so ein Anti-Aliasing-Fan, aber... Dieser Grain ist Gift für Aufnahmen. Aber nun gut. Ach du Heiliger. Guck mal hier. Boah. Krass. Oh nein. Was ist mit der Frau? Wo ist die Frau? Warum ist das so weit verstreut? Wir sind da oben Oh, wir müssen danach da oben. Sind wir warm genug an? Kann ich nicht sehen. Leonore.
Where are you, love? Das sind Iren, ne? Also man erkennt es an der Aussprache, sie haben auch selber gesagt, ne? Aber man erkennt es halt am Akzent, dass es Iren sind. Up there. My plane. Fuck! Jesus Christ! Und das Handy bimmelt. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Ach, du Heilige. Oh Gott. No. Ach, du Heilige. Leonor? Stanley? Leonor, yes, it's Stanley. Stanley, are you there? I can hear you, love. It's, I'm here. I must have picked up. Christ, I hope you can hear me. Fucking mobile's broken. She can't hear me. I'm still in the plane. Or part of the plane. My leg gets trapped. Christ. I can't move. Stanley, I don't know where I am. But I can't see you, but there's smoke. There's black smoke. I see. Leonor. Black smoke. Pull it together, Stanley. Do what needs to be done. Ja. Okay, wir müssen sie retten. Und wenn ich mir das so angucke, sind wir irgendwo nach unten gekommen. Black Smoke. Aber woher? Da hinten. Boah. Da hinten müssen wir hin. Das sieht schön aus. Trotz der Gefahr, es sieht schön aus. Press and hold. This is good. Got to stay warm. Ah! Wir können auch noch erfrieren. Oh Gott. Ich renne. Ich würde dir erstmal sagen, da lang, was? Tja. All right. Better get moving. Fußball? Was macht ein Fußball hier? Und wir kommen hier nicht weiter, ne? Übrigens. Ist nicht gut. Oder kann ich hier hinten hochklettern? Nein. Okay, ich mache mich nochmal warm. Und dann rennen wir da hinten hin. Mal hier. Hier ist bestimmt auch was zum Aufwärmen, ne? Ja. Okay. So. Da drüben müssen wir hin. Muss verdammt kalt sein. Und das ist eine Höhle. Und schwarzer Rauch hier drüben. Komm, 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 komm. Nichts. Boah, hier sitzen die Quallen. Fucking Jellyfish. Okay. Was hat es mit den Quallen auf sich? So schnell hier war, machen die Wannhöhle. Aber wir kommen da nicht hoch, ne? Doch, wir kommen. Nee, das ist nun. Das ist nur eine Höhle. Da kommen wir. That's too dark. If I get lost in there, I'll never get out. Okay. Und los, Bewegung. What is this? I was afraid of this. I knew from the moment I saw Stanley clutching that tiny body in his arms that the nightmares would come back. They're worse than ever. I can feel Stanley's heart breaking with every shuddering breath. I heard him say, "Don't go." Is he talking to me? I'll never leave him. 2006.
Escape or Start Button. Okay, wir können hier also immer wieder... Hier ist die Gitarre. Okay. Schnell, schnell, schnell. Wird's kalt, es wird kalt, es wird kalt. Und die nächste. Komm, wir müssen es schaffen. Ja, ja, ja. Das schaffen wir. Puh. Aber guck mal, hier ist eine Art Bunker. Aber ich gucke erstmal hier nach Teilen. Hier ist warm. Eine Taschenlampe. Oh, thank God, this torch still works. Torch. Nennt man Taschenlampe auch Torch? Ich dachte, es wäre eine Lamplight oder so ähnlich. So springen können wir nicht. Oh, it's locked. Mist. Shit. Mist. Schnell. Also müssen wir jetzt durch die Höhle, weil wir haben eine Taschenlampe. Schnell, komm, das friert. Ah, oh, gut so. Da hinten ist unser Flugzeug. Zumindest der vordere Teil. Schön sieht's aus. Komm, 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 komm. Feuer, 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 Feuer. Phew. An den Seiten verschwimmt das so, ne? Das ist so wischiwaschi. Ist ähnlich wie aus unseren, wenn wir mit, kannst du mal mit den Augen schauen in die Gegend, dass an den Seiten das verschwommen ist und das unklar. Jetzt geht's ein bisschen in den Keller hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf alle Fälle erfrieren wir hier unten nicht. Krass. As this icy stone closes in around me, I'm overwhelmed by a fear that the last 30 years together was only a dream. That I'm still trapped, still locked away in the dark. As I cross this godforsaken island to find you, every agonizing step reminds me that the dream is over. But the pain reminds me that I'm still alive. And as long as I live, there is hope. Ach, komm. I will find you. Genau, wir werden sie finden. I will find you. Wir werden sie finden. Aber es ist krass, was hier unten drunter haust. Ja? Sieht eigentlich aus wie eine Höhle, ist aber gepaart mit einigen Elementen ganz normal aus dem Sewer, also sprich hier, ne? Es sieht schon krass aus. Stunning. It's like a cathedral. Ja, das kann man so nennen. Können wir hier hinten hoch? Nee, ne? Aber da kommen wir hinten hoch. Es sieht schon beeindruckend aus. Na, und es hat Ruckler. Also jetzt dieser harte Ruckler, der war bei mir jetzt auch im Spiel. Was sich manchmal nicht so richtig erklären lässt. Aber ein Großteil ist wirklich dieser Grain, der da drüber liegt. Der ist echt nicht zu unterschätzen. Der macht zwar einige Elemente sehr ansprechend, zumal das dann nicht so aalglatt aussieht, ne? Aber er ist tödlich. Okay, das heißt, wir müssen irgendwas finden, um das Eis hier zu beklettern. Das ganze Spiel soll so circa 2 Stunden gehen. Ich bin gespannt. Ach so. Oh. Oh. Das tut mir leid.
Ach Mensch. Der hat's nicht leicht. Aber wie kommt man eigentlich hier in dieser Einöde dazu, klettern zu gehen? Wobei, hier ist ja auch sowas wie ein Bunker. Ich denke mal hier die Eiswand hoch, ne? Ja, komm. Komm, wie Lara Croft. Los. Jawohl. Ja. Ja. Nur das kommt noch einmal. Hui. Das geht tief runter da. Oh, oh, jetzt wird es wieder kalt. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich renne. Was? Leonor. Stanley, I can see the lockbox. It's empty. The crasher must have broke open. All the case files, all the information. My diary. You have to find him. You have to find everything. If anyone comes, Stanley. If anyone comes. They can't find out who we are. Bollocks. All this time, we've been so careful. Ich krieg's gar nicht. Wie, es darf keiner rausfinden, wer wir sind? Hä? Wer sind wir denn? Frieren wir wieder ein? Scheinbar nicht. Oh, what now? My God. No, 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 no. Was? Warum? Hier ist ein Loch. Komm, Luft holen. Und wärm, 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 wärm. Earthquakes now. This fucking island is trying to kill me. So, wo können wir lang? Hier lang? Und vor allem, wer sind wir? Another bunker. Weiß nicht, ob das so gut ist. Kurz aufgewärmt. Shit. I'll never break through that ice. Ach, das ist hier eingefroren. Da ist der Schalter. Okay. Okay, das geht da nicht. Ich probiere es weiter. Irgendwie müssen wir ja hier rüberkommen. Da zum Beispiel. Guck mal, wie das glitzert. Puh. Aber wo unsere ganzen Teile verstreut sind, ja? Ob wir sie alle finden werden? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Da hinten sind wir lang gekommen, oder? Nee, wir sind auf der anderen Seite jetzt von dem Ding. Ich glaube, da hinten müssen wir lang. Oder hin. So, hier wollte ich eigentlich rüber. Da liegt was? Nee. Doch. Mother's crying in the next room. She says it's because she's happy, but I don't believe her. My father is getting out of prison. My friends protest the unlawful imprisonments, but I wish they'd kept Michael O'Shea locked up forever. Life in prison isn't long enough for him. It would kill my mother if she ever read this. What if Michael ever read it? Would it kill him? Or would he kill me? Well, the violence didn't stop when he was on the inside. But at least when I read about something terrible in the paper, I knew my father wasn't the cause. But now... God help us all. Sie hat ihren Vater in Knast gebracht. Michael O'Shea. Mal aufschreiben. Michael
O'Shea. Sind die vielleicht sowas wie ein Zeugenschutzprogramm oder was? Locked up forever. Life in prison isn't long enough. Eigentlich ist hier eine Maus. Ja, warte mal. Pass auf. So. Jetzt sieht man sie. Eigentlich ist hier eine Maus. Die Maus ist nicht da. Und ich kann hier, jetzt kann ich links, rechts, ja, das geht. Und irgendwann, wenn die Maus weg ist, kann ich nicht mehr nach links den Cursor drücken. Also werde ich ab und zu mal hier so raus tappen müssen. Geht nicht anders. So. Können wir hier rüber? Okay, ich hab's gerade zugeschafft. Oh, hier ist noch eine Seite. Komm, aufwärmen. Alter, das kann ich jetzt aufwärmen. Stanley took me to this lovely old tree on the cliffs overlooking the sea. It was just the perfect spot. Then I saw there were notches carved into the trunk. I pointed them out to him and asked him how many other girls had he brought here. Stanley laughed and said when he was just a lad, he and his dad would come to the same spot for picnics, and Paddy would notch the tree to show how much Stanley had grown. I turned as red as a beetroot and muttered some kind of apology. When we sat down to eat lunch, I saw another notch at the base of the tree. When I asked him what that one was for, he winked and said, Margaret Kane. If she knew I was reading her journal, she'd just... Don't even think it. Old tree perfect spot, Margaret Keane. Jetzt müssen wir uns beeilen. Das ist aber alles aus hier. Oh. Schnell, ist kalt. Uiuiuiui. Ich dachte, ich zische gerade. Okay, ich werde mal jetzt da drüben hingehen. Thin ice. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja, ja. Da liegt was. The summers in Munich are beautiful. The palazzos are full of tourists, so Stanley and I blend right in. But even in the sea of anonymous faces, we have to be careful. Today, I was sitting in the park with my lunch when this young man with a big fancy camera came up to me. He was handsome and stylish, a real artsy type, and he asked if he could take some photos of me. Obviously, I had to say no. But then he said something that caught me off guard. He said that my eyes were the saddest he'd ever seen. Of course they are, I said. I'm Irish. I left everything on the bench and disappeared into the crowd. Aha. Ja. Okay, kommen wir hoch. So schnell zum Feuer hier. Oh, da ist wieder eine Seite. Mother begged me not to go, but I assured her it was a peaceful rally. Molly wouldn't go with me. She was afraid the army would show up. So I dragged Stanley with me. I thought for sure he'd want to be there, because his father was one of the speakers. Paddy Whitaker was an electrifying presence. People were cheering and clapping as he spoke about the end to the violence, a peaceful end to the troubles. He spoke with such conviction, I nearly wept. But when I looked over at Stanley, he was wearing fucking headphones and messing with his cassette player. He said he'd heard it all before. I couldn't believe it. He has no idea how lucky he is. Okay, wir haben Code. Frage ist, wovon? Oder wofür? Halt, warte mal, können wir da oben lang laufen? Bringt uns aber nicht weiter. Okay, schnell aufwärmen. Hier ist nochmal ein Durchgang, wie es scheint. Und irgendwas glitzert hier.
Tja, den Code haben wir jetzt gehabt. Naja, das ist nicht das Problem, weil ich habe mich vorhin schon aufgeschrieben, 3128 und dann fehlte die letzte Stelle. Da stand ja schon, siehst du, jetzt ist schon wieder so, Maus nicht da. Da stand ja dann hier, 328, Stanley, these five numbers will save you. Da, for one Stanley, listen to me, use these five numbers. 31280. 3, was habe ich gesagt? 1280. Ja, das macht keinen Sinn. Okay. Wow. Aber was machen wir denn eigentlich durch, dass wir hier unter Wasser und die ganzen Sachen hier uns auf uns nehmen? Da ist der Leiter. Schnell hoch. Ja. Schnell aufwärmen. Schnell aufwärmen. Okay, gut. Ich mache an der Stelle einen Cut. Mal sehen, was die Vögel hier tun. Jetzt ist der auch noch aufgebraucht. Ah, okay, da kommt immer wieder. Gut, ich mache hier an der Stelle einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich möchte unbedingt herausfinden, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch und seid wieder mit dabei. Bis dahin, euer Firefox.